Grüß euch Grüder, grüß euch Schüler. Heute im Video zeigen wir euch, wie man einen eigenen Rub zusammenmischt. Das ist ein Magic Dust mit unserer Note, also der Grü und Schü Rub. Praktisch bei solchen Gerichten ist, beziehungsweise bei solchen Mischungen, wenn man sich eigene Cups, man kann natürlich auch ganz normale Tassen nehmen, in dem Fall sind das halt speziell für die verschiedenen Größen und Mengen zugeschnittene Becher quasi. Wir starten einfach, wir haben da jetzt einen halben Becher Paprika edelsüß. Und dann geht's weiter. Man kann dann einmal einen Rohrzucker oder einen braunen Zucker. Wichtig ist eben der Zucker, damit das Ganze karamellisiert und eine gewisse Süße entwickelt. Und dann vor eine Tasse. Dann geht's weiter mit Knoblauch, Knoblauchgranulat. Von dem braucht man nur ca. ein Viertel. Das Ganze wird also alles zusammengemischt. Dann haben wir auch Zwiebel, Zwiebelgranulat, ein bisschen stocken. Aus Erfahrung hilft es sich mit einem Löffel einfach ein bisschen zum Umrühren. Dann geht das Ganze schon viel einfacher. Dann für die, die es ein bisschen schärfer mögen, Chili-Pulver. Aber hier mit behutsam vorgehen, weil das Ganze kann dann wirklich einen Geschmack zu intensiv machen. Also in deinem Fall, ja, ein Achtel, kann man sagen. Und Meersalz. Das grobe Meersalz gibt den Ganzen einen Kick, das bleibt schön haften. Da kann man ruhig. Also eineinhalb, also ein Drittel circa hineingeben. Was nicht fehlen darf, schwarzer Pfeffer. Da würde ich auch nicht so viel wie beim Chili. Ungefähr ein Achtel reingeben. Und unsere Zutat, was uns sehr gut geschmeckt hat, bei den letzten Male, wo wir das Ganze verwendet haben, ein bisschen Rosmarin. Man kann frischen Rosmarin nehmen oder schon einen getrockneten. Das hat optisch einen coolen Effekt. Das wird ja ungefähr 1 mm, 2 mm, also eher nur fürs Auge. Das Ganze wird dann umgerührt, damit sich das schön verbindet. Und so entsteht der Grü und Schü Magic Dust. Und bei Fragen einfach in die Kommentare geben oder schreibt es uns auf Facebook und Co. Wohlbekommt's.